Dein Ansprechpartner muss zu deinem aktuellen Unternehmenslevel passen. Was meine ich damit? Der Versicherungsvertreter, der Berater, der dich damals betreut hat, als du in der Ausbildung warst oder als du gerade angefangen hast mit deiner Tätigkeit als Angestellter, der konnte dich vielleicht im Privatsegment gut beraten. Das heißt aber nicht gleichzeitig, dass er auch dir in deiner Selbstständigkeit, bei deinem Teamaufbau, bei deinem Unternehmertum zur Seite stehen kann, weil das sind zwei Punkte, der private Bereich und der Bereich des Unternehmens. Und hier ist es so, dass du dir jetzt prüfen musst, ist der Ansprechpartner, den ich habe, von damals auch jetzt noch der richtige Ansprechpartner. Das heißt, erstens hat er die Qualifikation und die Erfahrung und die Kompetenz darauf, mein Unternehmen zu verstehen, zu analysieren und mir hier ein einzigartiges Konzept zu machen. Zweitens hat er den freien Marktzugang. Das heißt, wenn ich meine Privathaftpflicht, meine Hausratversicherung bei einer Versicherungsgesellschaft mache und dort gegebenenfalls etwas mehr zahle, dann ist das jetzt nicht dramatisch. Aber wenn ich im Unternehmensbereich tätig bin und habe hier Absicherungskonzepte für mein Unternehmen, dann können diese verschiedenen Versicherungsgesellschaften, die verschiedenen Deckungskonzepte meilenweit auseinander sein. Es kann hier um richtig viel Kohle gehen. Ja, und das bedeutet, hier gibt es jemanden, der einen freien Marktzugang hat und der auch ein Spezialkonzept letzten Endes für dich entwerfen kann. Drittens, der Ansprechpartner, ist der an dein Unternehmen angepasst oder musst du dich an ihn anpassen? Musst du dich ins Auto setzen und ins Ladenlokal fahren und mit ihm Kaffee trinken und dich mit ihm austauschen? Oder ist, weil dein Unternehmen komplett digitalisiert ist und die Prozesse im Grunde nach für dich effizient gemacht wurden, dass einfach der Ansprechpartner kommt und sich deinem Unternehmen anpasst, damit er weiß, okay, es geht jetzt hier schnell, effizient, Zeit ist Geld, Zeit ist im Grunde nach kostbar. Viertens ist es so, dass der Ansprechpartner, ist das ein Einzelkämpfer, der grundsätzlich alles in dem Sinne anbietet. Ja, dann könnte das nicht mehr passen, weil du hast ein Team, du hast ein Unternehmen und wenn etwas sein sollte, dann muss die Person dir zur Seite stehen. Was bedeutet das im konkreten Fall? Wir haben einen Kunden, der kam zu mir, der hat gesagt, du Marc, ich war damals in der Betreuung, das war jetzt eine Person, ist auch schon etwas älter im Grunde nach und ich hatte einen Notfall und ich habe dann dort angerufen im Büro, es ist keiner dran gegangen, weil 2 Wochen im Sommer Betriebsferien gewesen sind. Und er musste dann, weil es wirklich gebrannt hat, sich selbst mit der Versicherung in Verbindung setzen. Und gerade wenn du ein größeres Team hast und mehrere Punkte auf der Agenda stehen, dann kann das für dich nicht mehr richtig sein. Ja, du brauchst jetzt jemand, der dich komplett betreut von deinem Support. Wenn mal dein Ansprechpartner mal eine Woche krank ist, mal im Urlaub ist, mal ausfällt, dann kann jetzt nicht der Support eingestellt sein. Weil das ist ja für dich, du baust ja auch dein Team auf, damit deine Kunden die immer Ansprechpartner von deinem Unternehmen haben. Und das muss auch letzten Endes gegeben sein für das Thema der Absicherung. Ja, das ist ganz, ganz entscheidend. Und dann ist es so, dass du dich auch mal in die Betreuung reinfühlen musst. Wie ist die Betreuung? Bist du auf den digitalen Kommunikationswegen mit deinem Berater im Austausch? Ist er immer für dich da? Werden regelmäßig Calls geführt? Ja, was hat sich in deinem Unternehmen verändert? Oder wie ist letzten Endes die Betreuung? Hast du überhaupt eine Betreuung? Es kommt häufiger vor, dass man einfach ein Produkt, eine Beratung vollzogen wird und dann hört man nichts mehr voneinander. Wir haben Unternehmen, die waren noch in der Betreuung, aber man muss ganz fairerweise sagen, letzten Endes hat keine Betreuung stattgefunden. Auf die Frage bei dem Unternehmen, wann gab es den letzten Update-Call, hat er gesagt, das war 3 Jahre her. Hallo, 3 Jahre her, was bedeutet das? Das Unternehmen ist schnelllebig, deine Umsätze haben sich vielleicht nach oben angepasst, du hast vielleicht neue Mitarbeiter eingestellt, du hast neue Geschäftsbereiche dazu geführt. Ja, und das bedeutet, dass wenn du dort nicht regelmäßig in Betreuung bist und nicht regelmäßig Updates hast, dass gegebenenfalls die Versicherungslücken entstehen, die immer größer werden und dann im Worst-Case-Fall die Versicherungsgesellschaft nur noch eingeschränkt leistet, weil halt gar nicht mehr das gegebene Risiko von vor 4, von vor 5 Jahren der aktuelle Status quo ist.
Und da ist es ganz, ganz entscheidend, ja, dass du sagst, es geht jetzt um dich, ja, es geht um dein Unternehmen. Häufig höre ich dann auch, Marc, alles, was du sagst, stimmt. Ja, du, ich kann mir vorstellen, ich brauche eine bessere Betreuung, ich das. Aber du, menschlich, ich kann ihn jetzt nicht enttäuschen. Du bist Unternehmer, ja, du bist dir selbst, du bist deinen Mitarbeitern, deinen Kunden bist du verpflichtet und du musst immer aus dem Punkt des Unternehmens agieren, was für das Unternehmen, für das Vorankommen, was dort das Beste ist. Ja, natürlich ist es so, dass wenn ein freundschaftliches Verhältnis entsteht und man sich auf die andere Person verlassen kann, natürlich soll man da auch die Treue halten und Loyalität sein. Das unterschreibe ich zu 100%. Aber man muss gucken, was ist das Beste für dich, für dein Unternehmen, und so muss agiert werden. Das heißt jetzt für dich, falls du dich in einem der Punkten wiederfindest oder einfach mal ja, Input, eine Zweitmeinung, eine Analyse haben möchtest oder mal sehen willst, wie das bei uns funktioniert, dann habe ich für dich unter dem Video einen Link beigefügt. Dort gelangst du direkt auf unsere Website. Trag dich einfach ein für ein kostenloses Erstgespräch. Wir schauen uns deine Situation an und klären deine Fragen. Wir freuen uns auf dich, dein Marc Sonne.